Hallo, dieses Video ist über einen sehr interessanten Zug, das heißt eine Lok mit Wagen und Gleisen. Das kam spät 2019 raus von Zeitgeist Modell. Ich habe es so Anfang 2020 bekommen, die Bayerische Zugspitzbahn. Und gucken wir mal, was im Karton alles dabei liegt. Die Schachtel hat eine Hülle mit einem Foto der Lok und einen Wagen und hinten mehrere Informationen auch drauf. In der Schachtel selbst ist ein sehr ausführliches Buch zu sehen, das viele Fotos und historische Informationen über diesen Zug enthält. Also wirklich wert, das mal durchzulesen. Dann hat man die kleine Lok selbst, die auch mehrere Zurüstteile hat. Darüber sprechen wir in einem Moment weiter. Darunter ist dann ein Wagen, das in dem Set beinhaltet ist, und Teile des Gleissystems, das man selber aufbauen muss. Die anderen Teile, um das Gleis zu bauen, sind in anderen Stellen versteckt. In einer kleinen Tüte findet man dann die Zurüstteile für unter den Wagenboden, sowie Trittstufen und Türgriffe, die man montieren muss, und die Kupplung, die man zusammenbauen muss. Da gibt es zwei Varianten. Man baut entweder die Kupplung für Vitrine oder die eigentliche Kupplung für auf einer Anlage zu benutzen. Wie schon erwähnt, muss man die Gleise selber zusammenbauen, indem man mehrere Zahnstangensegmente in die Schwellensegmente in der Mitte reinklipst, die dann zusammenfügt und die zwei Schienen dann in diese Schwellensegmente vom Ende an reinschiebt, bis man ein Gleisstück hat. Also hier haben wir jetzt mehrere Zahnstangensegmente und Schwellensegmente, die alle zusammengebaut werden müssen, um ein Gleisstück zu bilden. Das passiert, indem man die Zahnstangensegmente, einen kleinen Stift in die Löcher in den Schwellensegmenten reindrückt. Der Trick ist es, das erste Loch richtig zu treffen. Nachdem geht es dann viel einfacher für die anderen Stifte in die anderen Löcher, da die dann übereinstehen, ohne Problem dann viel einfacher reingedrückt werden können. Ich gehe dann meistens nochmal drüber, um sie richtig fest reinzudrücken, denn manchmal geht ein Stift nicht völlig rein. Wenn man diese alle zusammengebaut hat, muss man dann das Gleis in die Schwellensegmente reinschieben. Der Trick dabei ist, dass eine Seite des Schienenprofils breiter und eine schmaler ist. Das breitere Teil geht nach unten, das schmalere Teil nach oben. Also man muss halt nur diese erste Schwelle des Gleisstück da richtig einfädeln. Das ist so wie eine Nadel zu fädeln. Wenn man das mal angefangen hat, die nächsten gehen dann viel einfacher. Das geht dann viel schneller, nachdem man die erste Schwelle so richtig eingefädelt hat. Wie man jetzt hier sehen kann, rutscht das dann ruckzuck durch, bis man so ein Segment fertig hat. Nachdem man dann ein Segment fertig gebaut hat, geht das dann viel schneller. Man legt die nächsten Segmente so an, die passen halt nur in einer Orientierung zusammen. Und das Gleis dann da durchzuschieben, ist viel einfacher. Das zweite Gleis dann reinzuschieben, geht noch eine Nummer einfacher. Man muss halt nur wieder die erste Schwelle richtig einfädeln. Aber da vom zweiten Gleis das Ganze schon zusammengehalten wird und gerade gehalten wird, geht das komplette Durchschieben des zweiten Gleises dann ruckzuck. Und wenn zusammengebaut, hat man dann ein komplettes Gleisstück, so ein circa Meter lang, und man kann weitere Gleisstücke vom Hersteller kaufen. Die Version, die ich gekauft habe, ist die Sound-Version. Die kommt mit einem LogSound 5 Decoder. Der kann Märklin MFX, was hier als M4 angezeichnet wird, und auch DCC und andere Protokolle. Wie man sieht, kommt das Modell mit diversen Funktionen und eine Menge an Sounds, die man abspielen kann. Ich werde hier nur einige während der Fahrt demonstrieren. Ich gehe jetzt nicht alle Funktionen durch.
Okay, schauen wir mal nun, wie die Lok auf dem Schreibtisch läuft, mit einigen der Sounds und Funktionen. Was wir hier hören, ist nur das Summen des kleinen DC-Motors und die Betriebsgeräusche der Lokomotive. Diese Lok ist einer der älteren, die bis in die Anfang 90er Jahre in Betrieb war. Ich habe diese Lokomotive an meine Märklin Mobile Station 2 angeschlossen. Und hier hört man halt nur die Lokomotive ohne Sound, also nur das Summen des kleinen DC-Motors, als die Lokomotive hin und her fährt. Okay, das ist alles schön und gut, aber das ist ja nicht das sehr Interessante an der Bayerischen Zugspitzbahn. Was wirklich interessant an diesem Zug und dieser Lok ist, sehen wir jetzt. Es ist eine Zahnradbahn, das sehr steile Steigungen überwinden kann, zum Beispiel diese 25% Steigung. Die Anleitung erläutert, wie man diese Lok einsetzen kann, also 15% mit 3 Wagen und mit nur 2 Wagen bis zu 25%. Die Lok sollte immer auf der Talseite eingesetzt werden und wie man halt die Gleise zusammenbaut und dann auch noch Informationen über die Radien für vertikale und horizontale Kurven und Steigungen, Übergänge. Zu bemerken ist, dass ich die diversen Zurüstteile, Türgriffe und Tritte hier nicht angebaut habe. Hier schiebt die Lok 3 Wagen einer 15%igen Steigung hoch. Die Extrawagen habe ich in einem Erweiterungsset gekauft. Hier sieht man die Lok auf einer 25%igen Steigung mit 2 Wagen. Das ist das Maximale, was man mit der Lok machen sollte. Hier haben wir die Lok ganz langsam bergab kriechen, nur um vorzuführen, dass das auch funktioniert. Nun sind wir an den für den deutschsprachigen Raum wahrscheinlich total überflüssigen Teil, dem informativen Teil, angekommen, wo sich die Zugspitzbahn befindet. Sie ist in Süddeutschland zu finden, am Alpenrand.
Also man kann typischerweise mit dem Auto oder mit der Bahn nach Garmisch-Partenkirchen hinreisen und dann dort schon einsteigen. Und dann gibt es diese Talstrecke, die so circa bis Eibsee führt. Und hier in Eibsee geht es dann so bergauf in den Wald hinein. Teilweise jetzt erstmal durch den Wald. Und man kann hier auf dieser Strecke, die so zickzackmäßig durch den Wald führt, auch eine moderne Version des Zugs auf dem Gleis sehen. Und diese Gleisführung geht jetzt durch den Wald bis zu einer Stelle, wo der Wald aufhört. Da geht es in einen Tunnel rein und dann unterirdisch im Tunnel bis zum Zugspitzplatt. So ziemlich ganz oben. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an dieser kurzen Vorführung der Zugspitzbahn. Das ist eine sehr schöne Bahn für ein Bergsegment auf der Anlage. Einen neuen Zug. Dieses Video ist über diese sehr interessante Nochmal. Ich muss mich konzentrieren auf die Kamera. Nochmal.